dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, ihr alle, die ihr da seid, am anderen Ende der Leitung. Willkommen zu Folge Nummer 40, Quaranta, wie der Italiener sagt, der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Zum 40. Mal wiederholt sich diese Folge nunmehr und wie es scheint, ist kein Ende abzusehen. Wir befinden uns immer noch auf der guten Mitte dieser Beitragsauflistung bis zu Folge 300 und wieso schaue ich da jetzt nicht nach? 350 geht die Angelegenheit und das heißt umgerechnet bei der Nummer 200 handelt es sich um, geteilt durch 50 sind 7 Teile und 200 geteilt durch 50 ist 4 Teile, also 4 Siebtel, 4 Achtel wäre die Hälfte, 4 Siebtel etwas weniger als die Hälfte geschafft und Folge Nummer 40, das heißt die Spekulation in einer früheren Folge, dass ich hier bei Folge 70 lande, ist gar nicht so abwegig und damit das nicht so ist, bleibt, werde ich sofort beginnen und zwar mit der Nummer 199, Viktor Kraft, ist hier ein Mitglied des Wiener Kreises, möchte man sprechen. Weltbegriff und Erkenntnisbegriff aus dem Jahre 1912. Dort heißt es, die Erkenntnis erschafft erst den Gegenstand. In ihr entsteht er erst als eine Begriffsbildung zur Logisierung des sinnlich Gegebenen. Und jetzt stelle ich gerade fest, jetzt in dem Moment, dass ich das falsche Werkzeug habe. Wie so oft, schaut täuschend ähnlich aus, aber ist es nicht? So, das so. Also, von Anfang an, die Erkenntnis erschafft erst den Gegenstand. Das ist natürlich so etwas blödsinnig. Oder nicht ganz korrekt, wenn man so sagen will, weil von Erkenntnis ist erst einmal gar keine Rede und wenn dann eine Erkenntnis erst den Gegenstand schafft, dann was soll das für eine Erkenntnis sein? Da habe ich ja schon eine Erkenntnis und die erschafft erst den Gegenstand. Der Gegenstand wird erschaffen, so viel ist richtig. Aber dabei handelt es sich um keine Erkenntnis. Es soll Erkenntnis zustande kommen, aber so schwuppdiwupp, so weit sind wir noch lange nicht. Und auch die Kollegen vom Wiener Kreis, die sind da viel zu nassforsch mit dabei, um von Erkenntnis zu sprechen. Das ist alles nichts als Willkür und unbegründete Behauptungen. Dann eine Begriffsbildung zur Logisierung des sinnlich Gegebenen. Dem kann ich auch zustimmen. Das sinnlich Gegebene, das sogenannte sinnlich Gegebene, das ist nicht gegeben. Und das wird erst geschaffen. Hier tritt wieder Paragraph 1 in Kraft. Aus dem sinnlich Gegebenen, aus dem Material, aus dem X, dem unbekannten X, wird ein Gegenstand geschaffen. Es wird vergegenständlicht, verdinglicht, als etwas greifbar zu sein. Und zu diesem Zweck
erfüllt die Sprache die Funktion, so zu tun, als ob man es mit dem sogenannten Gegebenen zu tun hätte. Und zwar deswegen, weil es im Grunde genommen aufgrund dessen, auf was man es abgesehen hat, der Nutzen und Zweck, das Interesse, das verfolgt wird, ist das gar nicht so erkenntnismäßig erforderlich, dass man da genau den Nagel auf den Kopf trifft. Hauptsache, es weiß jeder, was gemeint ist, und es wird erreicht, was man will. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Und das jetzt mit Erkenntnis zu verwechseln, das hat zu all diesen Missverständnissen geführt und Irrtümern und Schwachsinnigkeiten, die als Wissen und als allgemeingültige Wahrheit da gehandelt wurden, als objektive Erkenntnis. Das alles hat seinen Grund genau hier an der Wiege sozusagen des Verstandes, dass ein irrationales Material, kann man gar nicht sagen, weil irrational ist ja schon wieder eine Bewertung, ein Urteil. Ganz voraussetzungsfrei müsste es sich dabei um ein phänomenales Irgendetwas handeln, ungeformtes Irgendetwas, das mit der mathematischen Bezeichnung X als unbekannte, vielleicht noch die griffigste oder die treffendsten gemachte Beurteilung ist. Aber wie gesagt, von Erkenntnis ist noch da noch lange nicht die Rede. Das ist nur, kann nur Missverständnisse schaffen, so etwas. Und wenn dann von hier, von einer sogenannten Erkenntnis dann bloß noch abgeleitet wird, dann ist das letztlich zu nichts anderem gut als als Bauernfängerei im Grunde genommen, irgendwelche Einfallspinsel oder einfache Gemüter dazu zur Zustimmung zu gewinnen, Glaubwürdigkeit zu erschleichen. Was anderes ist das. Gut, und jetzt erst sind wir bei dieser Viersiebtel Nummer 200. Wilhelm Mackensen, der als früher Abstraktionstheoretiker, wie gesagt, schon in Erscheinung getreten ist mit einer Erweiterung des Abstraktionsbegriffs vom Absehen auf ein Ignorieren und eine Gleichgültigkeit, die heute so aktuell ist wie eh und je, könnte man fast sagen, dass die meisten Menschen heutzutage abstrahieren, ohne dass ihnen das klar ist, indem ihnen einfach vieles gleichgültig ist und sie alles Mögliche ignorieren in dem Glauben, dass nur das, was sie sich da so in ihrem Bewusstsein vorstellen, das ist, worauf es ankommt, was wichtig ist, und alles andere ist theoretisch oder unrealistisch und wie auch immer diese Bezeichnungen heißen, um die Denkfaulheit zu entschuldigen. Ich zitiere: Wenn wir sagen, der Wind ist die Ursache der Bewegung des Baumes, den ich sehe, so heißt das eigentlich, was ich Wind nenne, ist das, was ich Ursache nenne, von dem, was ich Bewegung nenne, dessen, was ich Baum nenne, das mit mir im in dem Verhältnis steht, das ich Sehen nenne. Also ich hoffe, jetzt ist jedem klar, um was es hier geht, und ein bewusstseinsmäßiger Sprung auf ein höheres Niveau
des geistigen Seins meines Publikums ist hiermit gewährleistet. Alles Namensgebung, der Nominalismus schlägt hier voll durch. Also Ursache wird genannt, und dann Bewegung wird genannt, was ich sehe wird genannt. Und das alles miteinander, dann ist wieder eine Benennung. Und in dem Sinn lässt sich dann alles, was die Leute so denken, sehen und benennen, gegenseitig aufeinander zurückführen. Und es mag dann auch widerspruchsfrei sein, ein solches, weil es sich ja um bloße Begriffe handelt, beziehungsweise bloße Begriffe, die dann in einer inzuchtmäßigen Logik gegeneinander abgerechnet werden. Aber der eigentliche Punkt, der Bezug auf die sogenannte Realität, der ist fraglich. Was das für einer sein soll, der in einer solchen Benennungsorgie, sage ich einmal, ist das, die vollkommen entsubjektiviert vonstatten geht, bleibt ein Interesse oder ein Wollen vollkommen außen vor. Davon ist nicht die Rede. Und deswegen auch spielt hier die Macht keine Rolle. Aber genau das ist hier die Macht des Subjekts, den Wind als eine Ursache zu benennen und die Bewegung des Baumes zu benennen, die darin besteht, dass man den Wind benennt. Und was man Bewegung nennt, dann es sich um eine Bewegung dessen handelt, was man Baum nennt. Und das wiederum in dem Verhältnis steht, was Sehen genannt wird. So schaut's aus. Also genau so kann man alles, was irgendjemand von sich gibt an irgendwelchen Äußerungen, dann mit diesem Was ist hier alles genannt. Was wird hier alles genannt und in welchem Verhältnis steht dieses Genannte dann zueinander? Und von Realität ist hier überhaupt keine Rede, weil die Frage der Realität hier gar keine Rolle spielt. Sind alles nur Benennungen. Gut, soweit, so gut. Und ein erneutes Mal kommt Mackensen zu Wort, die Nummer 201, da heißt es, Hume brauchte nicht der scharfsinnigste Kopf zu sein, der er war, um durch die Betrachtungen, die Locke aufgestellt hatte, seine Zweifel über den Begriff der Kausalität geführt zu werden. Locke legt es seinem Leser so nahe, darauf zu kommen, dass es kaum zu begreifen ist, warum er nicht schon früher andere dadurch aus ihren dogmatischen Träumen geweckt hat. Es ist merkwürdig, dass erst ausdrücklich ein Mann aufstehen und die Philosophen durch den lauten Ausruf »Es gibt keine Ursache« erschrecken und in Besorgnis setzen musste, ehe sie es der Mühe wert hielten, eine nähere Untersuchung darüber anzustellen. Und genau in diesem Sinn behaupte ich, es ist nichts gegeben. Ist etwas ästhetischer als, vielleicht auch logischer als die These, es gibt keine Gegebenheit. Das wäre jetzt sogar kontraproduktiv, aber es ist nichts gegeben. So schaut es aus. Und dass es keine Ursache gibt, dass will jetzt dem unbedarften Gemüt weniger in den Sinn kommen und jemandem, der eine Bevölkerung zu regieren hat und der unter Umständen Schuldige in einem Vergehen gegen die Gemeinschaft zu bestrafen hat, da ist es natürlich
fatal, wenn der Ursachebegriff derart in Zweifel gezogen wird. Also in dem Sinn, dass es keine Ursache gibt. Zur Frage der Kausalität darf ich vielleicht auf die Kategorienbesprechung Objektivität, die es hier auf dem Gleichsatzkanal schon gegeben hat, und da ist ein sehr eingängiges Beispiel von Emil Meyerson, der anhand eines Menschen, der in der Früh, der seinen Zug versäumt, dann erläutert, was jetzt die Ursache ist dafür, dass er seinen Zug versäumt hat. Und es stellt sich dann heraus, dass diese Ursachen untereinander so verwickelt und verzweigt sind, dass sich unmöglich eine monokausale Reihe feststellen lässt, nach der von einem einzigen Punkt in gerader Linie dann ein Endpunkt erreicht wird. Gut, dieses aus den dogmatischen Träumen wecken, das muss man sich jetzt so vorstellen, wenn jemand hört, es gibt keine Ursache, dann ist die erste Reaktion, das ist Unsinn, das kann nicht sein. Ich aber sage euch, hier handelt es sich um einen Traum, einem Traum, den das geistige Sein eines Menschen träumt, ein dogmatischer in dem Sinn, dass eben aufgrund eines Vorurteils da keine Zweifel zugelassen sind und das ununtersucht bleibt. Es gibt keine Ursache, das ist Unsinn und das ist eine Basta-Beschreibung. Und genauso wie jetzt Hume, ich weiß jetzt nicht, ob Hume selbst das so betrachtet hat, dass Locke ihn aus seinen dogmatischen Träumen, wie hat es bei Mill es geheißen, dass Hume ihn geweckt hat aus dem Decided Slumber of, Slumber of Decided Decision, so war das. Und Kant hat dann auch noch das wiederholt, dass in Hume eben aus in Bezug auf die Kausalität aus seinen geweckt hat. Genaue Formulierung war aber so in der Art. Und aus so einem Dornröschenschlaf, der in erkenntnistheoretischer Hinsicht schon seit 2000 Jahren da abläuft, gilt es nun, mit einer ist in der Tat eine kopernikanische Wende, zumindest so in der Tragweite, nicht weniger als die, die Kant da angeblich eingeläutet hat, dass nichts gegeben ist in erkenntnistheoretisch-logischer Hinsicht. Und erst wenn von dieser Voraussetzungslosigkeit in den Theorien ausgegangen wird, kann dabei etwas Vernünftiges herauskommen, hat aber auch in der Vergangenheit schon Leute gegeben, die sich dazu bekannt haben, dass nichts gegeben ist, aber dann schwuppdiwupp, so in der Art, wie wir, wie das, wie ich das bei eben bei Kraft da angemerkt habe, schwuppdiwupp ist dann einfach die Erkenntnis erschafft den Gegenstand oder solche Formulierungen entstehen dann und das eigentliche Problem ist dann keines mehr. Weil letztlich ist die Sache nämlich die, dass es keine objektiv allgemeingültige Erkenntnis geben kann. Die ist unmöglich und das will niemand wahrhaben und auch wenn das vielen unter Umständen im Inneren klar ist, sind die Hürden, um seine Umgebung da in deren Denken zu überzeugen, dass es keine Erkenntnis gibt, so hoch, dass das kaum jemand versucht. Also im akademischen Bereich
wäre das gleichbedeutend mit einer Exkommunikation quasi aller anderen Kollegen und es bedarf da schon solcher Charaktere wie etwa Nietzsche, der aber dann auch ausgestiegen ist aus dem akademischen Betrieb, um da eine solche radikale Kritik anzumelden. Schopenhauer nicht anders, der ist auch nur als Außenseiter da tätig, wenn er die Gedankenlosigkeit und die Universitätslehrer als Kopfverderber da anprangert. Umso wertvoller sind dann solche Arbeiten wie die von Mackensen aus der kurz vor der Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert, 1799. Wie gesagt, Objektivist, aber durch das, wie er arbeitet, seine Denkweise ist in vieler Hinsicht anregend bis auf den heutigen Tag. Das sind dann so die Geschichten, weswegen Bücher nochmal aufgelegt werden. Einleitung und die Einleitung, die hat dann nichts Besseres zu tun, als so ein Werk wieder in die heutige objektivistische Denke hineinzureden, sodass das, was eigentlich wertvoll ist, an der ganzen Angelegenheit wieder verwischt wird. Es geht weiter mit der Nummer 202. Die Einseitigkeit des Empirikers und seine Halsstarrigkeit gegen den Kritizismus rührt vorzüglich daher, dass seine Seele in lauter Worte so eingeklemmt ist, dass sie nicht die geringste Bewegung machen kann, um eine neue Ansicht zu gewinnen. Es ist zu hoffen, dass, wenn es glückt, diese Palisaden zu durchbrechen, ihr Geist seine ursprüngliche Freiheit fühlen und sich üben wird, sie gebrauchen zu lernen. Und das ist bis auf den heutigen Tag zu hoffen. Diese Halsstarrigkeit und diese Palisaden, durch die Seele eingeklemmt ist, das sind die vor entschiedenen oder von anderen definierten Begriffe, die als ein absolutes So und nicht anders zu verstehen sind. Es erklärt sich daraus, dass Worten keine Interpretationsmöglichkeit zugestanden wird. Dass es keinen Spielraum gibt, etwas zu deuten. Dass die Bedeutung, die ein Wort jetzt ganz persönlich für jemanden hat, für das Subjekt keine Rolle spielt, sondern es ist nur die objektivistische Bedeutung, ist sogar ein Hohn, dass da von Bedeutung gesprochen wird, weil eine objektivistische Bedeutung gibt es nicht. Bedeutung ist immer subjektiv zu verstehen, weil sonst wäre, wie schon des Öfteren erwähnt, der Wissensbegriff unnötig, den bräuchte es nicht, wenn es diese Differenz nicht gäbe. Und jetzt lese ich das nochmal und gehe davon aus, dass diese Sätze jetzt etwas anders verstanden werden, eine andere Bedeutung erhalten für jeden meiner Zuhörer, Zuseher aus dem Jahre 2083. Die Einseitigkeit des Empirikers und seine Halsstarrigkeit gegen den Kritizismus des Empirikers, das habe ich noch vergessen, des Empirikers, das sind diese Empirikertypen, diese auf Erfahrung abgerichteten Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass sich eine Sinneserfahrung benennen lässt mit Tatsächlichkeitsbeweis, also dass das, was sinnlich erfahren wird, sich eins zu eins umsetzen lässt in echtes
allgemeingültiges Wissen. Daher kommt es, weil sie davon so überzeugt sind, diese Halsstarrigkeit gegen einen Zweifel und ihre Begriffe in dieser Hinsicht so definiert sind, dass sie nicht die geringste Bewegung machen kann. Aber ich wollte nochmal vorlesen. Die Einseitigkeit des Empirikers, erfahre gerade, dass meine Zeit abgelaufen ist. Das ging ja schwupps, da haben gerade mal 3 Nummern geschafft. Rührt vorzüglich daher, dass seine Seele in lauter Worte so eingeklemmt ist, dass sie nicht die geringste Bewegung machen kann, um eine neue Ansicht zu gewinnen. Es ist zu hoffen, dass, wenn es glückt, diese Palisaden zu durchbrechen, ihr Geist eine ursprüngliche Freiheit fühlen und üben und üben wird, sie gebrauchen zu lernen. So, jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich das vorzüglich als Beschreibungstext der Folge eignet. Aber ich denke mal, das wird der Beschreibungstext für die Folge 21. Der Folge 21 darf ich jetzt schon ankündigen, wird es eine neue Untermalungsmucke geben. Damit jetzt 20 Folgen, denke ich, ist genug, immer denselben Parat da im Unterbewusstsein mitzuhören. Aber das war's jetzt für dieses Mal. Peace und out. Out. Out.